Hallo zu unserem neuen Vlog. In den letzten Tagen war wieder einiges los. Wir hatten an dieser Stelle schon über die Anwohnerbefragung der Straße im Grund berichtet. Die Ergebnisse liegen nun vor und wir haben sie an alle Teilnehmer versendet. Auf Grundlage der Ergebnisse werden wir jetzt in Absprache mit anderen Behörden prüfen, was möglich ist und entsprechend handeln. Einen ausführlichen Bericht dazu findet ihr in den nächsten Tagen auf unserer Webseite. Die Ferienspiele der gemeinsamen Jugendpflege 4.0 der Gemeinden Echzell, Florstadt, Reichelsheim und Wölversheim sind beliebt und jährlich nehmen hunderte Jugendliche daran teil. Vor wenigen Tagen ging das neue Ferienspielprogramm für die Sommerferien 2021 in Druck und wird zum Ende des Monats erhältlich sein. Ich habe mich mit meinen Bürgermeisterkollegen Wilfried Moog, Herbert Unger und Lena Herget umsonst zu einem Austausch getroffen und wir haben uns gemeinsam von neuem Programm überzeugt. Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Jugendlichen, wir freuen uns, dass wir vier Kommunen, Florstadt, Echzell, Wölversheim und Reichelsheim, euch das neue Sommerprogramm für die Ferien 2021 vorstellen dürfen. Nach einem Jahr mit Abstand, mit bestimmten Einschränkungen hier und da sind wir endlich wieder für euch da. Unser Team der Jugendpflege hat ein buntes und kreatives Programm auf die Beine gestellt. Endlich wieder in Präsenz. Endlich könnt ihr wieder zusammenkommen mit unseren Jugendpflegerinnen und Jugendpflegern und euch auf sportliche Aktivitäten freuen, auf Aktivitäten rund um die Themen Pferd und Hund. Ihr könnt Inliner-Touren machen, ihr könnt ab in die Natur gehen und ihr könnt auch wieder kreativ werden. All das, was ihr wollt. Immer mit Abstand, aber endlich wieder beisammen. Wir wünschen euch und euren Familien einen wunderschönen, unvergesslichen Sommer 2021 und freuen uns auf ein Wiedersehen. Wir wurden in den letzten Wochen öfters über die Kommentare gefragt, wann denn die Arbeiten an der Hundewiese beginnen. Wir haben ein Unternehmen beauftragt, den Zaun zu errichten und dieses möchte nach aktuellem Stand in der kommenden Woche mit den Arbeiten beginnen. Bis alles abgeschlossen ist und die Wiese nutzbar ist, wird es aber noch etwas dauern, weil auch noch andere Arbeiten, wie zum Beispiel das Aufstellen von Sitzbänken, erledigt werden müssen. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten. Im Ortsteil Zödel wird es im nächsten Monat zu einer Sperrung der Ortsdurchfahrt kommen. Das ist leider notwendig, um den Füllgesweg an die Obershovener Straße anzubinden. Der Wetteraukreis nutzt die Gelegenheit, um Arbeiten am Straßenbelag und am Fahrbahnteiler durchzuführen. Über Details werden wir euch informieren. Die Gemeinde Wölversheim unterstützt örtliche Vereine auf vielfältige Art und Weise. Seit wenigen Jahren können sich Sportvereine auch um ein Sponsoring von Trikots oder Shirts bewerben. Das haben auch die Cheerleader der Wetterau Bulls getan. Vor einigen Tagen konnte ich die Shirts symbolisch an den Cheerleader-Nachwuchs des Vereins übergeben. Die Wetterau Bulls leisten eine hervorragende Jugendarbeit. Es freut mich, dass wir die Peewees und Juniors damit unterstützen können. Ein einheitliches Shirt unterstützt das Gemeinschaftsgefühl und stärkt die Verbindung zum Verein und zur Gemeinde. Daher können sich gerne auch andere Vereine um ein Sponsoring bewerben. Also, der Anti und mein Sohn gehen auf Tour und eigentlich wollen wir das gar nicht. Also dürfte eigentlich gar keiner mehr hingehen. Wir wurden in den letzten Wochen immer wieder gefragt und ja, auch in diesem Jahr wird es wieder einen Sommer am See geben. Wir arbeiten momentan noch mit Hochdruck am Programm und werden es in den nächsten Wochen veröffentlichen. Es freut mich sehr, dass die Jungs von After Hour Eierbacke auch in diesem Jahr wieder mit dabei sind. Tickets bekommt ihr ab sofort auf unserer Webseite. Ein Großteil ist aber schon weg, also haltet euch ran. Und das war's für diese Woche. Vergesst wie immer den Daumen nach oben nicht, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Tschüss, macht's gut. Kommt ihr? Ob ihr kommt? Auf die Tour? Ja, nicht gleich alle auf einmal, gell? Aber ihr kommt. Okay. Cool.